Hier kommt der Dschungeltalk mit Bär und Bucky. Erstmal herzlich willkommen zum Dschungeltalk. Das ist Bucky, ich bin Peer. Wir sind selbsternannte Dschungelcamp-Fans und freuen uns natürlich darauf, mit euch nächsten Freitag Dschungelcamp wieder zu gucken. Dschungelcamp 2014. Ich muss sagen, Bucky, du warst am Anfang ein bisschen enttäuscht, hast du mir gesagt, als du das Line-up der Kandidaten gesehen hast. Warum? Also mir fehlt so ein bisschen das zündende Potenzial, also dass man gleich merkt, boah, das ist ja eine tierische Quarktasche oder das ist ein echter Stresser. So Leute, wo man sich wirklich imminent vorstellen kann, dass da tierisch der Punk abgeht, wenn die irgendwie genervt sind und anfangen Hunger zu bekommen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt bei der Aufstellung, aber ich glaube, vielleicht liegt auch im Verborgenen besonders viel Bosheit. Genau, und das ist nämlich das, was ich glaube. Wir gucken uns jetzt mal die Kandidaten ein bisschen in der Tiefe an, gehen die alle mal durch, weil ich muss auch sagen, ein paar davon, da habe ich nicht so viel drüber gehört. Müssen wir mal schauen, wer dahinter steckt. Und ja, einer der bekanntesten wahrscheinlich ist der Wendler. Der Wendler, der selbsternannte Schlagerstar, darf sich selber nicht mehr der Wendler nennen. Der hatte ja einen Rechtsstreit mit Frank Wendler, auch so einem Schlagermenschen. Und seitdem ist er Michael Wendler. Weißt du ein bisschen was über den? Ja, also ich weiß, dass er wahrscheinlich ein Arschloch ist. Also das ist wohl ziemlich sicher. Er hat tierisch Ärger gehabt mit diversen Leuten, hat die irgendwie über den Tisch gezogen und steht relativ alleine da, also harter Frontwind. Und will das Format jetzt dazu nutzen, um sich selbst wieder Reputation zu verschaffen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das geht total nach hinten los. Aber ja, ich kann mir vorstellen, so wer halt im Vornherein, bevor die Sendung losgeht, schon irgendwie den lautesten macht und oh, ich teste schon Dschungelprüfungen und Känguruhoden gibt es doch in Thailand an jeder Ecke, ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, gerade mit den Leuten hat man dann irgendwie auf lange Sicht am meisten Spaß und ich hoffe, dass der verdammt lange drin bleibt, damit man ihn so richtig schön quälen kann. Okay, also ich hatte ein Video nur mal kurz gesehen, damals im Spiegel von ihm. Er hat jetzt, glaube ich, von RTL angeblich 1 Million Euro soll er bekommen haben dafür, dass er auftritt, wahrscheinlich die Hälfte als Werbebudget, weil ganz zufällig kommt ja sein neues Best-of-Album raus, ja, Best-of-Album, naja, gut, müssen wir mal schauen, er hat ja, also auf den Bildern hat er ja immer so einen Blick, ne? Ah, der Wendler, muss man schauen, hat Potenzial, glaube ich auch. Ganz mein Favorit, also eigentlich schon, sag ich mal, ein Jugendidol, Jochen Bende, Dr. Ben. Ja, ich weiß nicht, wer es noch damals kennt, ja, von Ruckzuck, Moderator, Ruckzuck, hat auch Big Brother moderiert als Co-Moderator und hatte in Tele5 die Show, die immer nach Big Brother lief. Und ich muss, also wie gesagt, Jochen Bende ist, glaube ich, der Typ, der wird sehr schnell rausfinden, wo die Leute sich nerven lassen. Und dann geht's los. Also auf Jochen Bendel freue ich mich. Dr. Ben, wie gesagt, der wird, glaube ich, abgehen, oder? Als ich es gelesen habe, dachte ich, was zur Hölle macht der Typ da? Aber das ist ja echt so, dass man eigentlich sagen kann, ach, dem ist das Geld ausgegangen und jetzt ist er im Dschungelcamp. Und ja, wundert mich, dass er jetzt nicht wie Harry Weinfurt irgendwelche Pfannen oder so verkloppt im Nachtfernsehen. Aber ich glaube, der ist relativ blass. Also so richtig abgehen tut er, glaube ich, nicht. Mal sehen, wofür er das Format nutzen will, also was seine Intentionen sind. Aber letztlich, glaube ich, da kommt nicht mehr als heiße Luft. Okay, sehe ich ein bisschen anders. Also, okay, man muss sagen, seine finanzielle Situation wahrscheinlich 2007, glaube ich, hat er eine Auszeit vom TV genommen. Wollte den Comeback starten, hat aber leider nur gereicht für Promi-Dinner und ich glaube, in der Hensler-Show ist er einmal kurz aufgetreten. Da hat er jetzt natürlich nochmal die Chance, für längere Zeit auf der Mattscheibe sichtbar zu sein. Ich glaube, der wird das nutzen. Ich glaube, der wird da ein kleines Feuerwerk abbrennen, weil wenn das nicht funktioniert, dann glaube ich, ist er ganz raus. Also ich glaube, von Jochen Bendel können wir einiges erwarten. Dann auf der Liste noch Larissa Marold, die war Erste bei
Austrias Next Topmodel und ist dann Achte bei Germany's Next Topmodel geworden. Also ich muss sagen, ich kannte sie nicht. Ja, was können wir von der vielleicht erwarten? Ich kenne sie überhaupt nicht, habe den Namen noch nie gehört. Habe jetzt mal ein bisschen im Netz geguckt, aber ehrlich gesagt, da erwarte ich eigentlich auch gar nichts außer Gekreische und ich will nicht. Ja, ich weiß auch nicht, solche Leute, das sind dann immer so die Notnägel. Das sind dann, glaube ich, die, wofür der Wendler zu teuer ist, ist die dann günstig genug und bietet dann halt irgendwie einigen Zuschauern halt irgendwie optische Reize. Ich verstehe es nicht wirklich, aber so zickige Frauen sind eigentlich für den zündenden Mix immer eine ganz gute Sache beim Dschungelcamp. Ja, ich muss aber sagen, Germany's Next Topmodel-Mädchen waren in der Vergangenheit nicht schlecht im Dschungelcamp. Also wenn man jetzt Michaela Schäfer oder hier zack die Bohne, hier Marco, ja Knappig, genau wie Knappig hieß sie, oder Gina Lisa, ich glaube, die war auch da drin. Nee, war sie nicht. Aber ne, also so gerade auch die zweite Draftrunde der Dschungelcamp-Mädchen, ne, alles so ab 4., 5., 6. Platz, die es sozusagen nicht mehr gepackt haben, aber ne, irgendwie doch nach oben wollen. Also da ist vielleicht eine kleine Überraschung drin, müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, der Name hat mir jetzt auch nichts gesagt, aber wir lassen uns überraschen. Vielleicht irgendwie in der Lagune. Ne? Schauen wir mal. Dann, ganz interessant, auch am Anfang dachte ich, boah, langweilig, ne, die Mutti da jetzt rein, hier Tanja Schumann, RTL Samstag Nacht damals gemacht, ist meiner Meinung nach aber ganz spannende Kandidatin, die ist ja 2007 musste sie Privatinsolvenz anmelden, ist auf die Schnauze gefallen mit einer Immobilieninvestition im Osten, war sie ja nicht die Einzige, und hat es geschafft. Im letzten Jahr ist sie wieder schuldenfrei, hat mit eigener Kraft das wieder hinbekommen, schafft ja auch nicht jeder, deswegen da ziehe ich schon mal den Hut vor. Ja, und ich glaube, das ist so die Camp-Mutti, wo sich jeder denn so ein bisschen vielleicht die an der Schulter ausweint oder so. Ja, schuldenfrei weiß ich nicht, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht im Dschungelcamp. Also da ist bestimmt noch was nach, aber wir wünschen ihr das Beste. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, die bleibt eher so die Big Mama, die dann immer versucht zu schlichten und irgendwelche kleinen Streitereien irgendwie beizulegen. Dass jetzt da irgendwie die große Ulknudel wieder rüberkommt, weiß ich nicht. Unter den gegebenen Umständen ist das auch eher fraglich, ob das passiert. Aber als Mutter der Dschungelnation taugt sie, glaube ich, ganz gut und hält den Laden da irgendwie zusammen. Wie werden wir ab Freitag dann ja sehen? So, dann haben wir noch Julian Stöckel. Schauspieler, ja, darf man das? Ja, Schauspieler darf man sagen, und aber wohl jetzt hauptberuflich Modedesigner. Sagt er dir irgendwas? Nee, also habe ich noch nie gehört. Ich habe das irgendwie ihn auf den Agenturfotos gesehen, als dann die Castings jetzt durch waren, und davon abgesehen, dass es ganz schrecklich ist, was man dort zu sehen bekommt, dem traue ich überhaupt nichts zu und glaube, er ist einer derjenigen, die ganz früh das Camp verlassen werden. Ich glaube auch, also sieht so ein bisschen aus wie so eine richtige Wurst, aber war auch mal ganz spannend. Es gab so ein Interview, da hat er mal erzählt, wie er zum Modedesign gekommen ist. Das zeigt, das ist eine richtige Berufung für ihn. Er meinte nämlich, man hätte ihm beim Schauspieldreh immer mal gesagt, ob er eigentlich Modedesigner ist, und dann hat er gesagt, warum eigentlich nicht? Und ist der Modedesigner geworden, und das sind doch die Menschen, die was bewegen, die innovativ sind, ja, die wie gesagt schon eigentlich immer, ja, das war immer sein Traum, man merkt das. Ja, und jetzt Dschungelcamp. Eine, die auch berufen ist, ins Dschungelcamp zu kommen, ist Boogie. Eine ist Gabi, nee, wie heißt sie? Gabi Rinne, Gabriela, Christina, die, naja, auf jeden Fall 2008 Popstars gewonnen. Weiß man noch was? Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe damals die Staffel Popstars geguckt, in der Gabi und ihre Kollegin dann am Ende die erfolglose Band gestellt hat. Es war ganz schrecklich. Damals gab es auch irgendwie noch Streit. Bei ihr persönlich lag auch alles schief. Und sie ist aber schön doof. Und ich glaube, dass man da auch wirklich eine Menge zum Lachen hat, wenn die dann erstmal Vollgas gibt. Und also die beim S-Wettbewerb, das wird ein Kracher. Gut, da bin ich gespannt.
Dann haben wir noch Melanie Müller. Habe ich auch schon ein paar Bilder gesehen. Die hat beim Bachelor mitgemacht. Ist da, war da auch zweite Reihe, achter Platz oder so. Und ich glaube, die war auch bei diesem Tittencamp, beim Wüstencamp mit dabei. Oder es war die Rinne, ich weiß es nicht. Einer von den beiden auf jeden Fall. Weißt du so ein bisschen was über... Nee. Die Freundin von Melanie Müller ist Michaela Schäfer unter anderem. Und die hat schon gesagt, dass die Melli sich nackig machen wird. Ne? Das heißt sozusagen, da werden wir schon mal sehen, da werden wir wahrscheinlich einige spannende Szenen sehen. Aber wenn sie schlau ist, wartet sie ein bisschen, ne? Damit... Das wird wahrscheinlich so gegen Mitte, Ende der Show dann irgendwie passieren. Macht so ein bisschen auf eine Mischung Anne Nicole Smith und Marilyn Monroe. Ne? Aber ne? Müssen wir mal gucken. Dann Corinna Drews. Denkt man auch erst, ja, langweilig, war nur mal mit Jürgen Drews zusammen, aber... Ja, Frauen, die Namen ihrer geschiedenen Männer behalten, sind mir immer ein bisschen suspekt. Und es hat ja bei ihr auch nichts gebracht, außer dass sie jetzt im Dschungelcamp ist, genau deswegen. Ja, die gibt es schon so lange wie mich, ich glaube sogar länger. Und was die da will, auch eher langweilig, aber ich glaube, sie ist dann diejenige, die so den ESO-Lagerfeuer-Talk an den Start fährt und irgendwie da alle zunerdet mit irgendwelchen Lebensweisheiten, die sie selber wahrscheinlich gar nicht hat. Erinnert mich ein bisschen an meine Mutter und ja, auch relativ blass. Ich glaube nicht, dass die nach oben oder unten, dass bei ihr der Geigerzähler irgendwie ausschlägt. Ich glaube, die hält das durch und ist vielleicht sogar ein Kandidat für Dschungelkönigin. Ja, okay, deine Mutter, lassen wir jetzt erstmal raus, aber wo wir bei Titten sind. Die war ja im Playboy 86 und auch, ich glaube, Neue Revue und ein paar andere Magazine, schöne Aufnahmen. Ich glaube, Marco wird da ein paar reinspielen, gleich mal ein paar Bilder, ne, die wir uns mal angucken. Spannend ist aber, glaube ich, bei ihr, ich glaube, die hat 4 oder 5 Kinder, auch mehrmals geheiratet, aber ihr letzter Mann, ganz tragisch, hat, ich glaube, im letzten Jahr Selbstmord begangen. Und sie lebt jetzt wieder alleine mit ihren Kindern in Berlin. Und ich glaube, da werden auch im Laufe der Sendung Tränen fließen. Ja, und da schauen wir mal vielleicht irgendwie, geht das da vielleicht ein bisschen in die Tiefe bei Corinna, auch wenn man es nicht glaubt. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf die früheren Bilder von ihr. Und auch wenn sie jetzt ein bisschen runter mit den Reifen ist, ich glaube, das wird trotzdem ganz spannend mit ihr. Dann, eher eine blasse Nummer, Marco Angelini. Er war mal Kandidat bei DSDS, hat jetzt sein... Man muss es einfach sagen. Hat jetzt sein Medizinstudium abgeschlossen, ist jetzt Allgemeinmediziner und was macht man? Man geht ins Dschungelcamp als erstes. Ne? Das ist ein seriöser Job. Hast du von ihm irgendwann mal was gehört? Oder? Ich kann diese Lederhosen nicht vergessen, diese Krachlederhosen und dieses rot karierte Hemd, das er irgendwann angehabt hat bei DSDS. Und ist irgendwie so ein... Hat da irgendwie irgendwelche Schlager oder so zum Besten gegeben. Ist auch so ein Everybody's Darling, Schwiegersohn-Typ. Ja, der wird da, glaube ich, irgendwelche Mädchenherzen höher schlagen lassen im Camp und vielleicht auch außerhalb. Aber was macht man als frisch promovierter Arzt im Dschungelcamp? Also Dr. Bob irgendwie den Job streitig machen? Ich weiß es nicht. Es ist schon sehr komisch. Aber vielleicht hat er ja irgendwie den einen oder anderen Tipp, wenn so eine von den älteren Frauen dann die aufgeweichten, ekligen Füße, da kann er bestimmt mit einer guten Salbe helfen. Marco Angelini, wir sind gespannt. Dann ein alter Haudegen ist auch von Anfang an mit dabei, das ist Winfried Glatzeder. Der hat im Tatort mal gespielt, ist eigentlich ein relativ bekannter Schauspieler, viele kennen den. Ich vermute mal, das wird so ein bisschen, der Go-To-Guy, ja, da wo die wankelmütigen Seelen im Camp, wenn sie ein bisschen durch sind, irgendwie hingehen und sagen, oh Mensch, du, ich komme mit dem und dem nicht klar, und er wird dann ganz diplomatisch vermitteln und ja, so ein bisschen der Ruhepol, oder? Witzig, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, der ist auch schon so alt,
und der wird enden wie dieser Polonaise-Typ. Das heißt, irgendwie ab Tag 4 ist nur noch Pennen angesagt und liegt den ganzen Tag in seinem Schlafsack auf seinem durchgeweichten, nassen Bett und krummelt: Ich hab keinen Bock mehr. Ich glaube, das ist einer, der wird extrem schnell verschwinden und auch wahrscheinlich noch schneller rausgewählt, weil er einfach wie so ein altes Walrost da rumliegt. Das ist der Gemeinschaft nicht nützlich. Und der wird halt mit Hängebauch und so rumwanken. Das wird kein schöner Anblick. Okay, das wird spannend. Und ja, der letzte Kandidat gehört auch zu einem der bekannteren, würde ich sagen, im Camp. Mula Abedizi. Ja, den kennt man aus Viva, wie langjähriger Viva-Moderator oder ich glaube sogar einer der längsten Viva-Moderatoren. Hat dann einen Motorradunfall, glaube ich, mal gehabt. Ich weiß nicht, wann das war, aber es war nach seiner Karriere, glaube ich, schon. Hast du noch Sachen zu Mola? Ja, der taucht ja immer mal wieder irgendwo auf und jetzt halt endlich im Dschungelcamp. Also da hat man dann wirklich Einfluss drauf, ihn zu piesacken. Habe ich auch voll Bock drauf. Und der ist da auch irgendwie am Ende einer langen Reise jetzt im Dschungelcamp angekommen. Natürlich nicht besonders rühmlich, aber der wird natürlich so den Hipster unter den Dschungelcamp-Kandidaten geben und immer mit einem flotten Spruch überzeugen. Und ich glaube, er macht dann abends am Lagerfeuer immer so den Frauenversteher und wird versuchen, ein ruhendes Element zu sein. Letztlich glaube ich aber, dass die Maske relativ schnell fällt und im Dschungelcamp-Alltag auch dann mal sehen, was hinter der Fassade steckt. Also Mola fand ich, kam für mich immer so ein bisschen weinerlich daher. Also ich habe immer gedacht, ein bisschen zu weich gespült. Ja, wie du schon sagst, immer für alles Verständnis. Viele haben gesagt, wieso muss der denn da rein? Hat der keine Kohle mehr? Der hatte ja seine Unterwäschenlinie nach Viva und ist dann damit, glaube ich, 2007 gegen die Wand gefahren, insolvent gegangen. Und hatte dann auf MTV, glaube ich, noch so ein Motorsport-Magazin, ist auch selber noch ein bisschen gefahren. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er ist auch Motorsport gefahren und hat dann auch so ein bisschen als Musikproduzent und Berater sich versucht. Ich glaube, er hatte ja zwischendurch auch mal mit irgendwem einen Hit, aber so richtig durchgestartet ist er nie. Und hat jetzt selber im Interview gesagt, er tut es nur, weil das ein Abenteuer ist, weil er es spannend findet. Er braucht das Geld nicht, er braucht den Fame nicht. Natürlich nicht. Er ist jetzt Firmenberater und das läuft super. Er ist nur für den Spaß da. Spaß werden wir aber, denke ich, haben, oder? Es wird grandios mal wieder werden. Freitagabend geht's los. Da werden sozusagen die Lästermäuler dürfen abgehen. Ja, ich freue mich sehr und ich hoffe, euch hat unser kleiner Einspieler gefallen zum Dschungelcamp. Wir melden uns natürlich dann zurück, irgendwie mit News, Sachen, die man gut diskutieren kann und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Genau, und zwar täglich auf iofp.de, unserer Entertainment-Seite. Da findet ihr dann auch Infos zu den Kandidaten. Und wie gesagt, wenn ihr uns wiedersehen wollt, schreibt in die Kommentare, sagt uns, wie euch es gefallen hat. Dann kommen wir vielleicht wieder. Und ja, bis dahin sagen wir erstmal bis Freitag tschüss und schaut mal rein, iofp.de. Euch hat das Video gefallen? Dann hinterlasst uns doch einen Kommentar und drückt auf den Like-Button. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann werft doch einen Blick auf unsere letzte Folge In Week. Ein Klick auf das große Video reicht und es kann losgehen. Unten rechts und links findet ihr weitere Videos von uns, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Wir wünschen euch viel Spaß.